11. März 2011, nachmittags an der japanischen Ostküste. Die Erde bebt, ein Tsunami folgt. Besonders das Atomkraftwerk in Fukushima ist betroffen. An die 20.000 Menschen fallen der Riesenwelle zum Opfer. Bis heute gelten Tausende als vermisst. Um Geld für die Hinterbliebenen zu sammeln, machen Musiker aus Japan Benefizkonzerte in aller Welt. Morgen auch bei uns in Wien mit ganz besonderen Instrumenten. Die Bilder sind immer noch verstörend. Was da geschieht, wenn ein Tsunami auf die Küste prallt, ist unvorstellbar. Aus der Tragödie Hoffnung schöpfen. Das gelingt zum Beispiel mit dieser Geige. Es ist ein besonderes Instrument, eines der vielen, auf denen morgen musiziert wird, eines der Instrumente, die aus dem während des Tsunamis angeschwemmten Holz des Jahres 2011 gebaut worden sind. Lukas. Meine Frau hat zu mir gesagt, dass dieser Berg von angeschwemmtem Holz nicht Müll wäre. Es sind die Erinnerungen an so viele Menschen, so viele Familien. Da musst du etwas daraus machen. Mozart wird gegeben, eine seiner wenigen Violinsonaten in Moll. Traurig ist der Anlass des Konzertes und trotzdem, hier geht es um Hoffnung. Spende geht es um die Stipendium für die Schüler und Studenten. Grund ist, weil viele Leute, also viele Studenten und Schüler hatten die Möglichkeit verloren und sie müssen irgendwo anders gehen. Musik also für junge Musiker, deren Grundlage weggespült worden ist. Musik auf Instrumenten mit Symbolkraft. Angeschwemmtes Treibholz als Nährboden neuer Töne. Und das Konzert zugunsten der Tsunami-Opfer beginnt morgen um 19.30 Uhr in der Minoritenkirche. Der Eintritt ist frei, Spenden sind natürlich erbeten.